When we talk about Christianity, da steckt der Christus drin. Weißt du eigentlich noch, wenn du so alte Interviews von 2004, weißt du, was du da damals gesagt hast? Wichtigste Person der Zeitgeschichte im Kicker? Jesus Christus. Das hat mich gewundert, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. So. Warum? Warum Jesus Christus? Für mich ist das einfach, weil es natürlich so ist. Ich meine, dass wir, da kommt jemand auf die Welt und hat, also klargestellte Aufgaben, aber es ist ja nicht so, also auch die waren auch nicht vergünstigt steuerpflichtig. Ist ja auch nicht so, dass man hier runterkommt und sagt, so, erstmal muss ich den Beweis antreten für alle, die gerade leben, dass es mich tatsächlich gibt, weil bisher war das nicht hundertprozentig klar, zumindest nicht allen. Also hat das schon mal, das war der positive Teil dieser Aufgabe, aber am Ende lasse ich mir alle Sünden auf und lasse mich dafür ans Kreuz nageln. Das ist jetzt nicht so. Und es ist einfach die einschneidendste Geschichte für mich als Christ aller Zeiten, logischerweise, weil sich damit alles verändert hat. Weil sich natürlich, es hat lange gedauert, bis das dann auch diese frohe Botschaft tatsächlich flächendeckend verkündet wurde. Und auch auf diesem Weg ist nicht alles richtig gemacht worden. Aber ich lebe nun mal in der Jetztzeit und halte diese, das ist die großartigste Tat, die vollbracht wurde. Und wir werden alle nicht in der Lage sein, das auch einem Ansatz natürlich leisten zu können, müssen wir aber auch nicht, weil wir haben ja jemanden, der das für uns tut. Das ist sehr, sehr tröstlich und deswegen, klar, einfache Antwort. Gute Antwort. Ausnahmsweise.